aus Brazy, ich begrüße euch. Mitten aus dem Nirgendwo. Irgendwo hier bin ich völlig im Wald, da ist es am Donnern, am Brummeln. Ich will mir hier so ein altes Munitionslager, eine Munitionsfabrik angucken. Da gibt es zwar nur noch Ruinen von, aber sah auf Maps richtig mega geil aus. Und ja, bin ich hier 2 Stunden hingefahren, das Place hat hier und donnert und hast du nicht gesehen. Und jetzt muss ich mich ein bisschen umziehen, weil ich musste da durch den Matsch, durch den Wald laufen und alles so eine Viertelstunde lang. Wollen wir mal gucken, was... Ach du Jemini. Aber mega geil, Freunde. Ich hatte da voll Bock drauf. Richtig voll Bock. Bin hier mitten in, boah, weiß nicht, Eisenach ist hier in der Nähe. Und bin hier, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ist geil, ist geil. Voll geil. Freunde, das ist wieder so geil. Ah, na gut. Mancher Baum hat es hier nicht überlebt. Wow, also, das ist schon echt beeindruckend. Das sieht so krass aus, ne? Das ist so ein monströses Gebilde, ne? Alter Schwede. Das ist richtig, richtig creepy, spooky. Aber hallo, ey. Aber wie? Wahnsinn. Hier, guck mal hier. Ist sie hier? Zack, pow. Und ich habe null Ahnung, wofür diese Angelegenheiten hier sind. Ich bin Eimer. Ich glaube, das kann ich nicht von hier. Mit ohne Geländer und so eine Scheiße alles.
Guck mal da, noch so eine alte Lampe. Ich glaube nicht, nee, das ist nichts für mich, Freunde. Tut mir leid, aber... Weil da müsste ich die Treppe da hoch, und das alles ohne Geländer. Das ist nichts für mich mit der Höhenangst. Das ist scheiße. Gebe ich ganz ehrlich zu, aber ich war hier. Meine Dinger sehen mich anders aus. Jetzt hier so eine halbe Wendeltreppe hier. Jetzt gucke ich mal, was hier noch so, ja, was es hier noch so gibt. Ich habe Bilder gesehen mit Bunkern und so was. Ich weiß nicht, warum hier alles so, bitte hier, da. Müssen wir da mal hochkraxeln. Wow. Alter. Wow. Habe ich gleich geschafft. Ne, schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr wisst. Warte, also warum da noch Stützen stehen? Na, hier eine liegt da unten. Ich weiß nicht, ich gehe gleich erstmal in die Richtung. Oh, Freund, das ist so ein gigantisches Bauwerk, ne? Wahnsinn! Na, lass mal gerne ein Abo da. Hier, ich und mein Freund hier, pass auf. Boah, wenn der Georgina den sieht, dann will die den sofort haben. Da sind die anderen Stützen. Wir gehen vielleicht noch mehr da rein. Guck mal, hier ist eine fette Mauer. Oh, wo latsche ich denn gerade her zwischen? Wo latsche ich denn hier her? Hier irgendwo. Also hier waren auch noch mal alles Räumlichkeiten. Hier mitten irgendwo so drunter. Alter Schwede, guckt euch das an. Da ist Ende. Ich muss hier aufpassen, wo ich hierher noch. Da sind überall von den Löchern hier alles runtergekommen. Hier ist irgendwie was, keine Ahnung. Man oben auf diesen Dingen und drauf. Aufpassen, Holz ist extrem nass hier und glitschig. Da geht's runter. Sehr schöne Feuerstelle.
Oh, Freunde, geh mal kurz da hinten gucken. Ah, muss aufpassen, hier sind überall so, auch da, so üble Löcher. Keinen Bock da durchzuschießen, ey. Ah, siehst du, guck mal hier. Hatten sie auch hier zugemacht mit dem Beton. Ja, Freunde, ich glaube, hier das, der aus den Luken hier wurde da bestimmt rausgeschossen oder so. Oder wurde hier Munition getestet oder was, ich weiß nicht. Ich bin echt auf eure Kommentare gespannt, Freunde. Ein Schacht zum Abgang, aber der ist zu. Ja, Freunde, wo die Zugänge sind oder wie man da reinkommt, keine Ahnung. Ich habe hier auch nichts weiter gefunden. Und oh, jetzt mal hier runterklettern wieder. Ey. Ich bin jetzt einmal rum alles. Ich habe da hinten aber noch was gesehen. So ein, ja, ich nehme mal an, tja, das war bestimmt früher mal ein bisschen, die ganze Geschichte wie ein bisschen höher, ne? Gehe ich mal davon aus, da hinten geht es raus. Guck mal, da verwachsen die fetten Bäume, so. Krass. Alter Verwalter. Boah, ist schon echt, also das hat wirklich schon mal dieses Teil hier, ey. Aber absolut. Aber absolut. Guckt euch das an, wie geil das aussieht. Ich weiß zwar nicht, diese Funktionsart und Weise, aber Waffen, Munition wurde hier hergestellt. Da ist auch noch irgendwie so ein alter Lautsprecher oder was. Da noch. Da sind noch so Teile da drin. Und hier ja. Hier denke ich mal, entweder sind hier ja LKWs reingefahren, die dann hier mit irgendwas beladen wurden, aber das ist eine Waffenfabrik gewesen. Na, da sind ja nicht die Waffen da oben rausgefallen in die große LKW rein. Schon krass. Oder Munitionsfabrik die mal. Aber das Teil sieht geil aus. Ey. Ja, das ganze Gerät da. Da war dann auch noch mal was. Ich bin mir sicher, dass es hier auch noch irgendwie so, ja, mindestens bestimmt so Bunkeranlagen oder irgendwie sowas gibt. Hundertprozentig. Gebe ich nicht. Ja, 100 pro. Ja. Hört sich schon noch ziemlich hoch an. Vielleicht weil hier mal ein Treppenabgang. Kann schon gut möglich sein, dass hier mal so ein Treppenabgang gewesen ist oder so. Dass man von da aus dann da runtergekommen ist. Zack, wow, das ist einfach, weil ich mir das jetzt gönne. Da muss ich mich nochmal bedanken an Unbekannt. Ich weiß nicht, wer mir das geschickt hat, beziehungsweise wer da ein Päckchen vor die Tür legt. Das ist schon mal jetzt das dritte Mal passiert, dass jemand, das ist unglaublich, dass jemand ein Paketchen vor die Tür gelegt hat und ja, einfach nur so ein, weiß ich nicht, ein Gönner. G steht für Gönnen. Also da gehen wir ganz fett Grüße raus an U. Ach, das Schöne, wie Unbekannt. Da ist nämlich, da habe ich mich so mega geil drüber gefreut. Hier wollen wir. Da ist hier so ein Teil drin. Ich hatte noch nicht. Das ist jetzt hier. Das ist jetzt. Alter. So. Das ist jetzt Premiere. Ist das, aber so ein richtig stabiles Ding hier mit so einem Zippo-Anzünder und so. Keine Werbung, kein gar nichts. Ich probiere da mal. Die hat er noch nie gemacht. Also.
Alter, was ist denn los, sag mal? Bisschen drücken und dann reindrehen. Habt ihr gehört, Freunde? Wie gesagt, ich habe da nicht wirklich die Ahnung davon, aber jetzt, deswegen, ich muss das ja lernen, ich will ja noch weiter die Outdoor-Videos machen, die Überlebensvideos. Ja, keine Angst, mit der Hobokocher geht weiter. Ich mache jetzt mir auch nur ein lecker Käfchen. Pass auf, Mann, ich mache das jetzt mal hier so. Alter, geil. Da ist schon die Flamme da. Ob das Armfall, Alter. Alter Schwede. Was ist denn hier mit dir verkehrt, sag mal? Ich fackel die Waffenfabrik ab. Brauche einen kleinen Moment jetzt mal eben. Er will schon einen großen Kaffee haben. Ich trinke mir jetzt hier mein Käffchen. Hoffentlich verbrenne ich mir nicht. Oh, lecker. Oh, schön heiß. Tada! Habe ich vorhin schon schön abgebissen, aber egal. Ist zwar nichts drauf, aber es spielt keine Rolle. Ist egal. Ja, Freunde, in diesem Sinne, wir, ne, wir sehen uns spätestens im nächsten Video, Freunde. Wenn es heißt, Quecksilber, Kätzchen, wenn sie wieder da ist, auf ins nächste Abenteuer. Nur weg ins Spiel, haut rein. And keep it simple.